So, und wieder zurück in der Aufnahme. Ja, hier hat ein Mord stattgefunden. Da steht auch der Schuldige. Es gibt keine Beweise, es war die ominöse Depression. Ja, leider gab es keine Beweise, weil ich noch nicht auf Aufnahme gedrückt habe. Dann geht man mal nur ganz kurz gucken, ob die Aufnahmeplatte noch genug Platz hat und zack. So. Gut. Den Stahl, den wir da hinten haben, den lassen wir jetzt noch nicht raus, ne? Ja, genau. Den brauchen wir für die andere Produktion. Für die Rahmen. Die eine Pumpe hier echt nicht hoch genug. Scheint so. Ja, man kann die doch mit diesen Dingern verstärken, oder? Ja, ja, ist. Achso, nee, die Pumpen an sich nicht. Aber nee, aber halt. Das gefällt. Das Rohr halt. Hm, die ist ja auch falsch rumgedreht. Pumpst du in die andere Richtung, oder wie? Nee, der Stromanschluss war nicht an der richtigen Seite. Oh. Also es hat nichts zu Performance beigetragen oder darauf sich negativ ausgewirkt, das sah einfach nur nicht schön aus. Würde es überhaupt gehen, dass man in die falsche Richtung pumpt? Ja. Es geht. Okay, das ist schlecht. So, und ich fände es jetzt auch noch echt klasse, wenn hier oben noch Wasser ankommen würde. Ey, da sind 2 Mark 2 Pumpen. Bisschen was passiert. Sagen, dass Doch, kommt was an? Ja, ganz bisschen, so ein Tröpfchen. Das kratzt immer unten, gar nichts. Unten am Rand. Jetzt wird's ein bisschen mehr. Ach so, ja. Nee, aber da du noch in der Mitte siehst, dass da nichts drin ist, da drunter unter der Blase, da steht ja kein... Ach so, ja, da steht nichts. Ja nicht Wasser. Genau, richtig. Das heißt, da kommt einfach nichts an, warum auch immer. So, du pumpst 22 Meter hoch. Und du 10 Meter. Ja, ich habe eine Idee, wo vielleicht der Fehler liegen könnte. Vielleicht ist das Rohr einfach da oben nicht verbunden. Nö. Kommt nix. Das hat keinen Sinn. Naja, egal. Muss nicht jetzt gelöst werden. Ich löse das jetzt. Okay. Mit Wasser habe ich es ja. Das kriege ich hin. Eigentlich so. Dürfte auch nur die unterste Pumpe schon reichen. Aber, naja, ich weiß es nicht, woran es liegt. Kontrolliere das jetzt von Grund auf hier. So. Ja. Die haben alle Wasser, das passt. So, dann die Rohre da unten. Die sollten ja auch alle Wasser haben, ne? Ja, voll. Dann das hübsche Gerät hier. Durchflussrate. Null. Warum? Das ist ja da doch nicht der Fehler. Und hier flubbert das so komisch rum. Dann ist hier irgendwo ein Fehler drin. Da, das sieht komisch aus. Wenn ich jetzt... Kann ich mich hier irgendwo hinstellen? Natürlich nicht. Doch, kann ich. Ja, hier kommt ja auch schon nichts. Dann ist der Fehler da unten in dem Knick. Das ist die falsche Stelle. Oder was gesagt, die fehlerhafte Stelle. Autsch. So.
Dann. Einmal die Rohre. Zack. Horizontal zu vertikal muss noch einstellen. Du beobachtest mich. Ja, natürlich. Zwar nicht horizontal nach vertikal. Ach. Jetzt müsste es laufen, oder? Mal gucken, ob oben was ankommt. Nö, immer noch nicht. Mhm. Na dann, dann gucke ich. Ich habe noch eine Idee. Vielleicht geht's da dran, dass es. Ja, hier sind komische Bugs am Werk. Also, der hat schon hier in der Mitte nichts an Wasser bekommen. Also, es war nicht oben, dass oben nichts nur an, nichts ankam, da hat hier unten schon nichts bekommen. An welcher Stelle? Hier, da wo jetzt die Pumpe ist, oder? Wie mache ich hier Marker nochmal? Alt-Links-Klick. Oh Gott. Da. Also da, wo das Ding gewesen ist, die Pumpe. Ja. Gerade oben drüber, da kam schon nichts mehr an. Unten drunter war noch, aber ab der Pumpe war nichts mehr. Ja, jetzt kommt Wasser an. Da war tatsächlich die erste Pumpe zu hoch schon. Zu hoch war die doch gar nicht. Zu hoch. Ja, aber die Gebäude haben auch nur 10 Meter Förderhöhe. Okay. Und nicht 20 oder 50. Die pumpen nicht sehr hoch. Ja, das kenne ich noch, das Problem. Dass die nicht sehr hoch pumpen. So, jetzt fehlt noch eine zweite Pumpe, oder? Nee. Nee, die Pumpe alleine reicht schon. Deswegen hatte ich mich auch erst gewundert, dass ich da überhaupt eine zweite Pumpe hinbauen musste, aber daran lag es nicht. Naja, ich habe das Problem fast gelöst. Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. Ja. Alles gut, ist ja auch berechtigt. Okay, wir haben den Beton. Ich habe gerade ausgerechnet, dass wir, was waren's? 212 Stahlrohre brauchen. Und 212 Stahlrohre sind 318 Stahlbarren. Da habe ich schon geguckt, davon haben wir genug. Wir haben sogar so viel, dass wir noch ein bisschen was übrig haben. Ist aber ganz gut, weil dann können wir uns nämlich was von dem Eisen noch abzapfen. Aha. Weil wir brauchen ja auch noch modulare Rahmen. Ja. Und zwar 16 pro Minute. Für 16 pro Minute brauchen wir 24 verstärkte Eisenplatten und 12 mal 8 sind 96. Und 96 Stangen, genau. Okay. 96. Da waren 4. Das heißt, wir brauchen 80 Eisenplatten. Oh, ich habe das Gefühl, wir haben zu wenig Eisen hier. Langsam habe ich auch das Gefühl. Wir brauchen sehr viel Eisen. Also da hinten war noch eine Quelle, die war, glaube ich, noch nicht angeschlossen. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja, da ist noch eine Quelle, die war nicht angeschlossen. Ja, das... Ich könnte hier rüberlegen. Ja, müssen wir auch. Sollen wir jetzt hier oben auf dem Bild weiterbauen, oder? Ja, wäre am praktischsten, ne? Schöne Bild, aber ja, gut. So, irgendwann müssen wir den Platz nutzen, das war klar. So. Kannst du nochmal ein letztes Mal oben zum Hauptlager gehen und Screenshot machen?
sind sogar schon Löcher drin. Ah, da weiß ich, was du gerade eben abgebaut hast. Nee, die habe ich letztes Mal schon gesehen, die Löcher. Was? Da habe ich letztes Mal schon irgendwie... Kann ja gar nicht sein. So weit hinten. Bis dann habe ich nicht abgebaut. Na, da vertut man sich schnell. Das ist wirklich... In welchem Winkel? Ganz, ganz hinten, links unten. Du musst mich leiten. Fliege ich richtig? Moment, ich muss mal kurz mein Zeug holen. Wie? Du hast ein Jetpack. Ja, aber da ist ein fieser, hinterhältiger Anschlag auf mich verübt worden. Ich hatte jetzt nicht mehr allzu viel Leben seitdem. Ich komme hier nicht drüber, ist nicht wahr. Ich glaube, ich habe deine Löcher schon gefunden. Unten links am Bild. Ich sehe zumindest sonst keine und die habe ich jetzt gerade aufgefüllt. Shit, ich komme hier nicht runter. Muss ich hier? Nein! Oh. Das war knapp. Hier runter. Komm, ich. Ah, siehste. Wie ein Profi. Wie viel Kabel hast du? Wie Reinhold Messner. Was? Warum hast du so unfassbar viele Kabel dabei? Wieso lootest du mein Zeug? Ich loote nicht, ich guck mal. Hallo? Ja, wer weiß, wenn ich wieder irgendwo Strom legen muss, das ist eins der wenigen Sachen, die ich kann. Da muss man immer auch genug so Kabel einmal, dabei haben. Ach so, einmal, einmal die kompletten Plastikcontainer mitgenommen. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe eine Zeit lang einfach jetzt immer auf alles nehmen gedrückt. So groß ist das Inventar tatsächlich auch nicht, dass du alles mit reinnehmen kannst. Ich bin immer im Container und dann auf alles nehmen. So. Jetzt bin ich wieder mit allem versorgt. Aber ich muss essen. Die guten Nüsse. Ja, ganz ehrlich, wenn ich Nüsse in der Größe essen würde, ne? Boah, und dann auch noch in der Menge, ich würde kotzen. Das ist ja schon Kokosnüsse, die der da isst. So, wo war denn jetzt das Eisen? Jetzt müssen wir mal schnell schauen. Eisen. Ich habe eine Vermutung, welche Quelle das ist. Ja, und die ist echt ungünstig. Die ist echt ungünstig. Was? Ungünstig? Warte, ich komme gleich mal eben hoch. Ja, komm mal nicht so hoch. Irgendwie passt dieses Wort. Irgendwie passt mir das Wort ungünstig da nicht so ganz. Aber ich verstehe nicht ganz, was du da gerade meinst. Aber mal gucken. Ja gut, da muss ich jetzt ran. Das geht ja nicht anders. Ich mach mal. Wir haben noch immer noch 180 Nüsse, 111 Beeren und 20 Pilze. Sehe ich gerade. Nüsse habe ich auch noch einen ganzen Haufen dabei. Man könnte vielleicht auch schon mal umbauen zu diesen Inhalatoren. Ich mag dieses Wort immer noch. Ich versuche es jetzt erst gar nicht. Ich bin es gerade im Kopf durchgegangen, aber ich glaube, das wird ähnlich. Inhalator. Bestimmt so. Irgendwie. Inhalator, oder? Inhalator, ja. Irgendwie sowas habe ich doch gesagt. So. Ich bleib einfach beim Englischen. Inhaler. Fertig. Ja, im Englischen ist manchmal einiges einfacher, ne? Nicht nur einiges. Auch Miner. Miner haben wir bestimmt noch oben rumfliegen, mit Sicherheit. Ich
glaube, ich habe die mal irgendwann aus der Kiste rausgenommen. Ne. Doch. Oh. Ja gut, dann mach ich schnell welche. Mal sagen, macht ihr direkt einfach, wie weiß ich, 10 Stück oder so. Habe ich auch bei mir gemacht. Aber mein gutes Inventar, da sind so viele Kabel drin. Ich habe wirklich viele Kabel. Ja. Und ganz viel Plastik und ganz viel Kupferbleche. Ja, das werde ich auch bestimmt irgendwann alles brauchen. Und dann werden wir froh sein, dass ich das alles dabei habe. Früher oder später wirst du es brauchen, aber wahrscheinlich habe ich es dann selbst dabei. So. Okay, ich verstehe, was du meinst mit ungünstig. Ich habe vergessen, dass wir da hier über alles drüber gebaut haben. Der ist halt echt kacki. Aber da sind doch sogar noch... Ah ne, die anderen beiden Quellen haben wir hier sogar schon angebaut. Da muss ich jetzt wirklich hier alles wegbauen, auch den Träger und alles. Das ist voll blöd. Ah, da kommen wir nicht drum rum. Ja. Passt immer noch nicht. Warum nicht? Nicht genügend Freiraum, das ist doch eine Lüge. Ah, komm, dann ist alles da weg. So, na, dann kann ich den auch wegmachen, dann hat der da wenig Sinn. Das ist nicht genügend Freiraum, sag mal. Der ist doof. Wo mangelt's denn? Komm. Zeig mir, wo es mangelt. Ich verstehe es nicht. Ach so. Ah, da haben wir ein viel größeres Problem. Ja. Hoppala. Da haben wir ein weitaus größeres Problem. Obendrauf sind nämlich Maschinen. Und die sagen, nö, da unten setzt du mir keinen Miner hin. Oh, weia. Alter, ich komme sofort. Ich bin auf dem Weg. Unten wäre genug Platz auf jeden Fall. Aber da oben drüber halt alles zugebaut ist. Und der oben durchgucken würde. Weil wir die Höhe ja nicht haben. Auch nirgendwo, ne? Ne. 360 Grad. Das Problem ist oben. Ja, ja. Ich habe nur geguckt, ob es vielleicht irgendwo einen Winkel gibt, wo das nicht der Fall ist. Bau mal eben bitte unten einen Miner hin. Beziehungsweise versuch's, damit ich sehen kann, wie die Hitboxen kollidieren. So. Deswegen Spiel? Ich sehe es nicht. Ach komm. Ja. Irgend so ein ganz kleines Ding, eine kleine Ecke. Guck, kannst du dir selbst angucken, warte. Muss mir nur eben kurz einmal. Da. Wer ist? Ja? Wow. Der steht ja schon. Das Problem ist da nicht. Das Problem ist da halt nicht, dass da oben dieser kleine Kasten durchguckt, sondern halt, dass die Hitbox von meiner selbst halt dieses bisschen zu weit nach rechts ragt. Mhm. Und deswegen mit den Konstruktoren und dem Splitter kollidiert. Och man, ey. Das jetzt alles umbauen ist auch wieder voll der Murks. Ah, ich hab da vielleicht eine Idee. Andere Eisenquelle anzapfen. Nee. Wir machen einfach so und wir machen einfach so. Und hier wird das, glaube ich, nicht funktionieren. Das ist aber nicht, nicht ein Problem, weil wir kriegen dazwischen bestimmt noch einen Splitter.
sehe schon, wie das nicht funktionieren wird. Ja, Mann. Ich hätte jetzt gehofft, dass ich einfach nur die ganzen Konstruktoren auf doppelte Geschwindigkeit hier einstellen muss. Damit wir einfach hier vorne die Reihe wegbekommen. Das funktioniert aber nicht ganz, weil hier vorne der Schraubenkonstruktor schon übertaktet ist und man den nicht mehr verdoppeln kann. Wir können ja nicht auf 300% takten. Ich überlege gerade, ob wir den einfach erhöhen. Weil die Hitbox ist ja nicht in den Fundamenten, ne? Also Fundamente haben keine Hitbox, da kann ja alles durch. Das ist ja egal. Ja, genau. Wenn man das jetzt einfach... Ich glaube, der kann auch an sich mit dem Splitter kollidieren. Ich glaube, das geht auch. Wenn wir jetzt einfach die Maschinen hier erhöhen, podestmäßig so ein bisschen anheben. Das wird auch gehen, ja. Was war denn das für ein trauriger Versuch? Ey, ich war am Fliegen. Mach nicht so, sonst gibt's gleich eine Stelle. Stehst da, es blitzt um dich, aber ist nichts passiert. Oh Mann, ey. Ja, dann ja, das ist eine Möglichkeit. Dann unterbreche ich das hier gerade mal schnell. Ja, genau, bauen wir die beiden Splitter da ab. Ach ja, die beiden Konstruktoren. Den Splitter meinst, können wir lassen. Ja, nee, den müssen wir auch mit abreißen dann. Weil das sonst nicht funktioniert. Ja, sonst wäre der Winkel zu steil. Genau, ich hoffe, dass wir jetzt hier einfach... ...das so machen, dass das schon reicht. Oh, das passt von der Positionierung nicht ganz. Nee. Nicht schlimm, wir haben halbe Fundamente. Soll ich hier dann auch wieder die Mark II Bänder nehmen, oder? Das kann man optisch wieder anpassen, wenn man das möchte, ja. Also ja. Das ist... Och Mann, das ist ja auch nicht damit zentriert. Och nö. Das ist ja schrecklich. Wer hat das denn hier damals gebaut? Weiß ich nicht. Muss ein Genie gewesen sein. So, jetzt der hier auch zu tief, natürlich. Was? Ne, das... Oh, ja gut, dann muss er... Warte. Habe ich den vielleicht nicht richtig gesetzt? So, da, jetzt ist er mit dem in einer Linie. Ne, passt immer noch nicht. Immer noch zu steil. Ist das nervig? Ja, dann setzen wir einfach eben die Merger-Reihe ein nach hinten. Das waren das Fusionierer, ne? Ja. Ja, genau. Die haben... In welche Richtung? Die Richtung haben die geliefert, okay. Nee, genau andersrum. So. Noch einen weiter drehen? Ja, genau, so. Nee, das war zu weit. Ja, genau so. Ach stimmt, ist ja kein... Ja, ja, jetzt macht Sinn, ja. Hier hin, oder? Ja, das passt schon. So, pass auf, jetzt setze ich da gleich den Miner hin. Oder versuche es. Dann ist es immer noch zu niedrig. Ey, das kann echt nicht
Also das passt jetzt. Das kann echt nicht sein, oder? Passt immer noch nicht. Ey. Natürlich nicht. Das war jetzt nicht wahr. Mann. Das ist eine blöde Hitbox. Das heißt nochmal eins hoch. Und dann reicht's wieder nicht. Das Ding ist, da passt das mit dem Winkel. Da wird das mit dem Winkel passen, nur hier nicht. Na gut, muss ja so, ne? Und wenn man da hinten den Lift hinbaut, würde das hinhauen? Ich hätte jetzt einfach den hier vorne, den Konstruktor, auch einfach einen höher gesetzt. Dann werden die nochmal einen höher gesetzt. Genau. So. Ey, der muss noch Ding. Ach ja. Ganz vergessen. So, der müsste jetzt. Bitte sag mir, dass das so funktioniert. Hier. Aber ich habe so eine Befürchtung. So passen, oder? Steht. Siehst du das? Sitzt okay, da richtig? So. Nein, so passt das nicht. Da dürftest du eigentlich auch grüne Linie bekommen. So, da sitzt er jetzt richtig. So, dann gucke ich mal. Ob ich das jetzt hier irgendwie... So. Zweier. Ja, und natürlich sonst nur mit Liften, ne? Natürlich nicht. Ja, dann mach's einfach mit dem Lift. Hab ich auch schon hier gelöst. Kriege ich den jetzt da? So sollte das doch passen, ja? Und dann nochmal. Der ist jetzt da dran. Den müssen wir noch ein bisschen erweitern. Und dann sollte das klappen. Wie wir nicht spielen. Hä? Warum? Ach, ich bin blöd. Man muss ja auch schon zu Ende denken können, ne? Und das richtige Rezept einstellen. So, ich gucke jetzt mal, ob ich unten das Ding hinstellen kann. Bitte sag mir, es passt. Ja, Moment. Ich war gerade irritiert, so. Aber... hab was entdeckt, hast du nicht gebaut. Dreh's mal rum, komplett. 360 Grad einmal. Hm. Ich vermisse diese türkisblaue Farbe. Nur bei mir wäre es simpel weiß, aber Alter, ey, es ist.
Warte, ist das wegen dem da? Weil eigentlich kollidiert er hier oben nicht mit den Maschinen. Aber es müsste auch durch die Fundamente durchgehen. Hä? Was hat der denn da? Oh Mann, ey. Gelb. Ja, jetzt kannst du es bauen. Weißt du, woran es lag? Nee. An dem Deckenlicht hier oben. Echt jetzt? Ja. Ja, aber gut, wir haben alles hochgesetzt. Ja, da waren ja auch die Konstruktoren und so drin, das ist ja schon richtig. Ja, also so ganz falsch war es nicht, was wir da gemacht haben. Nein. Naja, siehste, aber wir haben ein Problem gelöst, das ist doch schön. Ja, das stimmt. Das hätte nur schöner funktionieren können. Ich find's gar nicht so hässlich. Doch. Gut, dann haben wir ja endlich jetzt Eisen, was wir transportieren können, ne? Juhu. So, das kann ich jetzt nach oben transportieren. Beziehungsweise irgendwie bis zum Gemälde, ne? Was? Gemälde? Ja, da bauen wir das ja drauf. Alles. Ja, ja. So. Das heißt, bis dahin muss das Eisen kommen. Ja, ich überlege gerade, wie ich das am besten hier lang lege. Wie mache ich das? Vielleicht mal bis hier. Und dann irgendwie hier rüber. Und da hoch. Da. Ey. Ja, das wird nicht schön. Bestes geht. Coole Sache. Das klingt immer gut. Finde ich cool. Gefällt mir. Was fuschst du da rum? Das ist jetzt mal was ganz Neues für mich. Aber das finde ich voll cool. Sieht interessant aus. Dir wird's nicht gefallen, ich find's cool. Ich verbinde das schon mal mit Strom. Ich will sehen, wie das da drüber fließt. Das fliegt doch bestimmt weg. Was? Ich brauche Strom. Ich bin echt neugierig, wie das gleich aussieht. Der ist natürlich voll, der Strommast. Ja, hier irgendein Masten, der nicht voll ist? Wahrscheinlich nicht. Mann. Da hinten. So. Oh, da kommt's an. Oh ja, aber geht, ne? So. Nun. Ich bin echt gespannt, wenn ich das gleich sehe, ne? Da guckst du am besten nie hin.
Würde. Das ist jetzt interessant. Geht das dann auch hier? So. Nicht ganz. Schade. Ich könnte unten auf dem Vorsprung. Du lieferst auch einen 480 Band hierhin, ne? Also ja, einen Mark IV voll? Ja, mache ich, genau. Ja, gut. Das geht durch ein... ja, das geht, oder? Oh ja. Der König der Fuscher. Abnormal. Eieiei. Das hat schon, das ist schon Kunst, was ich hier mache. Boah, ich hab grad irgendwie voll Lust auf Burger. Och, das hab ich eigentlich standardmäßig. Ja, ich hab grad so einen leichten einfach so, ah, jetzt Burger, das wär's. Wie gesagt, das ist so Standard. Wenn ich denke, oh, was esse ich heute? Oh, Burger würden schon gehen, ne? Also. Wie kriege ich das jetzt hier am besten? Nee, da müssen wir mal nachbessern. Das ist nicht okay. Komme ich da drauf? Nicht so ganz. Ich könnte. Ich sehe nur da hinten das Band die ganze Zeit so rumflackern. Das wird wunderschön. Es hat noch nie einer so schön an einem Felsen lang gelegt. Sieht top aus. Oh mein Gott. Da war. Hier komme ich runter. Ja, da komme ich an den Masten vorbei, das ist gut. So. Das sollte eigentlich gehen. Jo. Hui. So. Das Eisen wäre da. Was? So schnell? Glaube ich ja nicht. Hey. Da Sache, da ist Eisen. ja, dann einmal in einer langen Splitterreihe vorher schon mal zu den Minern. Ach, zu Schmelzen. Den Schmelzöfen. Genau. So. Splitter, wo haben wir euch? Da unten. Ich auch wieder Hunger, ne? Vielen Dank. Ich glaube,
auch genug Zuschauer haben jetzt gerade, wenn sie noch nicht den Anreiz hatten, sich jetzt irgendwas zu essen zu machen oder so, haben sie ihn spätestens jetzt bekommen.